Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Who is Mike? Ja, dieses Spiel gibt es momentan kostenlos auf Steam. Es ist ein Visual Novel. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich habe selbst in dieser Richtung noch nichts Let's Played und auch privat nichts gespielt. Ich weiß, dass es halt um Entscheidungen geht, um Lesen. Und ja, das war's eigentlich schon. Ich kann mir darunter jetzt noch nichts wirklich vorstellen. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt spannend wird, ob es interessant wird, ob es lustig wird. Keine Ahnung. Ich weiß auch nichts über die Geschichte. Ich dachte, dass wir das halt selbst herausfinden, worum es hier geht. Stimmen verstellen, wenn es mehrere Personen sind. Ich werde es versuchen. Ich kann aber nichts versprechen, weil ich bin da ziemlich schlecht drin. Vorlesen werde ich natürlich mein Bestes geben. Wenn ihr es nicht hören wollt, macht Pause und liest es selbst. Oh, mein Kopf. Mein Nacken klopfte mit einem plötzlichen, hartnäckigen Schmerz. Schwindel kam und ging wie ein langsamer Schweißtropfen. Was? Es war Abend. Die Vorhänge waren zugezogen und das Geräusch des Blutes, das in meinen Ohren klopfte, machte die Stille heimtückisch. Ich war in meinem Haus, ja. Aber ich war desorientiert. Etwas fühlte sich verkehrt an. Es lag eine gewisse Gruseligkeit in der Luft, die mir die Haare auf den Armen zu Berge stehen ließ. Ich blinzelte und sah mich um. Meine Brille. Wo ist sie? Ich habe mich irgendwo gestoßen, oder? So, jetzt haben wir natürlich eine andere Person hier. Klar, Name wird eingeblendet. Ja gut, da jetzt stehen jetzt halt Fragezeichen, aber nicht wissen, wer das ist. Es hat auch, also der Text hat dann auch eine ganz andere Farbe, aber ich werde trotzdem halt versuchen, die Stimme ein bisschen zu verstellen. Kann sehr lustig sein. Okay. Bleib zurück, was auch immer du bist. Na, das geht gut. Noch bevor ich seine Stimme hörte, hatte ich die Präsenz von jemandem in dem Raum gespürt. Es rechtfertigte mein furchtbares Bauchgefühl. Beweg dich nicht. Oh mein Gott. Dort war ein Fremder in meinem Haus. Er hielt einen Schläger in seinen ausgestreckten Armen und hielt die Distanz zwischen uns. Geh zurück. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich öffnete meinen Mund mehrmals, um etwas zu sagen. Tu mir nicht weh. Bitte verschwinde. Was willst du? Letzten Endes stand ich nur blöd da und badete in meinem eigenen Angstschweiß. Was tut er überhaupt hier? Wenn er ein Einbrecher war, hatte er sich das falsche Haus ausgesucht. Kenne ich ihn irgendwoher? Ich kniff die Augen zusammen, um die verschwommene Gestalt vor dem Mann mit etwas Greifbarem zu ersetzen. Er sieht aus. Ich ging näher. Der Mann schwang alarmiert den Schläger. Ich hab dir gesagt, du sollst dich nicht bewegen. Ich weiß nicht, wie ich sowas vorlesen soll. Hatte er gerade gezittert? Er verhielt sich angespannter als ich, wenn man bedenkt, dass er der Eindringling ist. Es mag töricht gewesen sein, das zu sagen, aber er erschien mir überhaupt nicht gefährlich. Geh einfach weg, bitte. Bitte. Er murmelte weiter vor sich hin und schluckte panisch. Oh oh. Hey, ich glaube, du hast eine Panikattacke. Versuch, durch deine Nase einzuatmen und durch deinen Mund auszuatmen. Verdammt. Hatte ich gerade wirklich einem Eindringling Atemübungen vorgeschlagen? Ich schätze, Sarah hatte recht. Meine Freundlichkeit wird eines Tages mein Tod sein. Jedenfalls entspannte sich der Fremde. Ich zeigte ihm ein kleines, unsicheres Lächeln. Bist du in Ordnung? Was bist du? Verzeihung. Mein Name ist Mike Jansen und du bist in meinem Haus. Wer bist du? Stille. Schon gut. Ich glaube, ich habe meine Brille irgendwo verloren. Wenn du mich sie suchen lässt, bin ich sicher, dass wir das klären können. Du scheinst mir keiner von den Bösen zu sein. Der Mann ließ den Schläger fallen und stieß einen langen, verzweifelten Seufzer aus. Wahrscheinlich unter dem Couchtisch. Danke. Ich suchte den Boden ab und betete zum Himmel, dass der Fremde mich nicht angreifen würde, während ich so verdächtig war. Aber er stand nur da, schlurfte mit den Füßen und murmelte vor sich hin. Er war wirklich nicht sehr bedrohlich.
Ich war sicher, der arme Typ war bloß verwirrt. Außerdem kam mir etwas an ihm vertraut vor. Etwas, was ich nicht genau ausmachen konnte. Es mag seine Haltung oder sogar der rote Pullover gewesen sein. Ich hätte schwören können, er sah genau aus wie meiner. Tut mir leid, dass ich dich mit einem Schläger bedroht habe. Schon gut? Wenn es einen Unterschied macht, ich hätte dich nicht wirklich geschlagen. Ich spürte endlich die Form meiner Brille in meiner Hand und fischte sie hervor. Ich glaube nicht, dass ich jemanden wehtun könnte. Selbst in dieser Situation. Sarah hat immer gesagt. Die Welt wurde wieder klarer, als ich die Brille vor meinen Augen setzte. Irgendwann wird meine Freundlichkeit mich umbringen. Oh, das ist unser Text. Oh, das ist unser Text. Und, Also, Das ist auch Mike? Du kannst mich jetzt sehen. Hi. Hi. Der Mann winkte schwach. Ich stand mit offenem Mund da und starrte ihn an. Er... war ich? Oh, als einzelnes Wesen. Er hatte mein Gesicht, Haare, meine Haltung. Meinen Pullover. Kein Wunder, dass er Pullover aussah wie meiner. Es war meiner. Das ist bloß ein Traum. Es ist bloß ein Traum. Das ist es. Beruhige dich. Verliere nicht deinen Kopf. Entspann dich. Aber egal, wie oft ich es mir sagte, der Ernst der Situation blieb nicht haften. Der Raum fühlte sich sowohl einengend als auch riesig an, als würde man zerquetscht und immer wieder gehen gelassen werden. Ich fühlte mich, als wäre ich wieder ein Kind, verloren in der Menge, blind nach der Hand meiner Mutter greifend. Nur um mit Entsetzen zu bemerken, dass die Hand einem Fremden gehörte. Oh, okay. Jetzt bist du an der Reihe, nicht in Panik zu geraten, in Ordnung. Tief durchatmen. War er eine Art Klon? Eine Erscheinung aus meiner Zukunft? Was? Was? Was genau war er? Ich streckte meine Hand aus, um ihn zu berühren. Ich wollte sicher gehen, dass er echt ist und keine Hirngespinst meiner Fantasie. Der andere Mike zog sich zurück und schob meinen Arm weg. Hey, das ist für uns beide seltsam. Mach es nicht noch schlimmer mit deinem Begrabsche. Er sah räumlich aus, er konnte also kein Geist gewesen sein. Er konnte eigene Gedanken bilden. Und er schien sich dessen bewusst zu sein, dass wir dieselbe Person waren. Was bist du? Warum hast du mein Gesicht? Entschuldige mich. Dein Gesicht? Zu deiner Information, ich hatte eine ganz normale Nacht in meinem Haus, als du hier reingekommen bist. Also warum sagst du mir nicht, was du in meinem Wohnzimmer machst? Falsch betont, so sorry. Ich öffnete meinen Mund, um zu widersprechen, aber als ich das tat, wurde mir bewusst, dass ich mich an nichts erinnern konnte. Meine letzte Erinnerungsreste bestanden aus einer Schüssel Chips und spätabendlichen Fernsehsendungen. Außerdem war da noch ein Schmerz in meinem Hinterkopf. Ich kann mich nicht erinnern. Aha. Siehst du, das sagen alle Fakes, vollgeschlossen. Fake? Entschuldige mich. Du bist eine Art Anomalie, das ist die einzige Erklärung. Ich erinnere mich nicht, etwas Besonderes in letzter Zeit gemacht zu haben. Wenn du meine Erinnerung hast, bin ich sicher, dass du zustimmen wirst. Du hingegen hast einen Teil von deinem verloren. Du bist also entweder die Ursache von allem oder bloß ein Effekt. Ergo eine Anomalie. Klar. Wenn wir schon dabei sind, kann ich auch sagen, dass du lügst, was den Zustand deiner Erinnerung betrifft. Die Normalität wurde durch deine Anwesenheit unterbrochen. Und daher habe ich das Zeitgefühl verloren. Die Wahrscheinlichkeit, dass du die Ursache und der Effekt von meiner plötzlichen Amnesie bist, ist sehr hoch. Und deswegen bist du der Fake. Das kannst du nicht beweisen. Du kannst aber auch nicht das Gegenteil beweisen, da wir beide dieselben Argumente haben. Und uns im Kreis drehen, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Es ist allerdings ziemlich interessant, oder nicht? Naja, ich schätze schon. Naja, irgendwie. Schließlich trifft man nicht jeden Tag eine exakte Kopie von sich selbst. Du lässt es klingen, als wäre ich hier die Kopie. Nun, bist du das nicht? Fang nicht wieder damit an. Das ist so ein Mist. Ich weiß. Was konnte das verursacht haben? Was für eine Laune der Natur könnte ein zweites Ich erschaffen haben? Klar, ich sollte geschmeichelt sein oder so, aber ich bin wohl kaum Musterklonmaterial. Zumindest erschien er mir nicht
gefährlich. Es ging keine Feindlichkeit oder Aggression von ihm aus. Ich verspürte auch keine Böswilligkeit ihm gegenüber. Aber es war seltsam, dass wir dieselbe Narbe am Kinn hatten. Und sogar dieselben Male von der jugendlichen Akne. Ich berührte wie durch einen plötzlichen Impuls mein Gesicht. Ich bin immer noch ich. Oder? In diesem Moment hörten wir, wie sich eine Tür oben leise öffnete. Oh nein, Sarah. Ach, Sarah ist unsere Freundin, okay. Ah ja, klar, da zwei Bilder, da, ja, okay. Sarah. Huch, huch, die Musik. Puh. Ich wusste, Sarah hat den Krach gehört. Schnell, such dir einen Platz zum Verstecken. Ich versuche, Sarah abzulenken, während du zur Vordertür schleichst. Was? Moment mal. Du willst mich loswerden? Nein, will ich nicht, okay? Wir können es nur nicht riskieren, dass zwei Mikes im Haus sind, das weißt du. Warum gehst du da nicht? Machst du Scherze? Du siehst katastrophal aus. Er hatte recht, ich war schmutzig. Wie war das passiert? Sieh mal. Wir werden das morgen alles klären. Wer weiß, vielleicht kommen sogar deine Erinnerungen zurück. Aber du wirfst mich aus meinem Haus. Ich werfe dich nicht raus. Das ist bloß eine vorübergehende Maßnahme. Ich kümmere mich heute Abend um Sarah und morgen klären wir dieses Chaos. Aber jetzt geh, okay? Nein, auf keinen Fall. Ich bleibe hier. Ich stand da mit einem schweren Gefühl im Magen. Sein Vorschlag ergab Sinn, aber meine Füße verweigerten jede Bewegung. Warum sollte ich mich verstecken? Warum sollte ich vor meiner Freundin in meinem Haus davonlaufen? Es war nicht richtig. Ein kleiner Anflug von Wut kratzte an meiner Brust. Nein, niemals. Was? Er kriegt Panik. Ich gehe nicht. Komm schon, Mann. Mach es nicht kompliziert. Wenn Sarah das hier sieht, es wird für keinen von uns gut ausgehen. Aber wenn es jemanden gibt, der uns helfen kann, dann... Shh. Oh Gott, wie soll ich sie denn jetzt sprechen? Kann ich eine frauliche Stimme machen? Nehmen wir erstmal einen Schluck trinken. Moment. Meine Nachbarn halten mich bestimmt schon für bekloppt. Ich führe Selbstgespräche. Okay. Mikey, es wird spät. Kommst du nicht hoch? Ihre Stimme kam von der Treppe. Das Wohnzimmer war dunkel und sie konnte uns wahrscheinlich in dem trüben Licht nicht sehen. Wir hielten beide unseren Atem an. Ich war abgelenkt. Sarah kommt mit einem gelassenen Blick auf uns zu. Ist jemand da? Es ist ziemlich spät für Besucher. Ist das dein Bruder, will sie wahrscheinlich sagen. Boah, die Musik, ne? Mike warf einen Blick auf mich. Hör zu, Sarah. Bitte gerate nicht in Panik. Oh, mein Gott. Ich kann ja hier nicht so rumschreien. Wir sind ja nicht in einem Horrorspiel. Sarah, beruhige dich. Das ist... Was zur Hölle? Okay. Ich weiß, dass das ein wenig übel aussieht, aber... Ein wenig übel? Mike, ich stehe vor zwei von dir. Ich glaube, wir sind schon weit über das ein wenig übel Stadium hinaus. Das ist ein Trick, oder? Mit irgendwelchen Spiegeln und so einem Scheiß? Es ist kein Streich, Sarah. Das passiert wirklich. Und wir wissen nicht wirklich, was wir tun sollen. Hör auf! Hör auf zu reden! Wenn ich euch beiden gleichzeitig beim Reden zusehe, wird mir schwindelig. Tief durchatmen? Der Trick funktioniert nicht überall. Ich glaube, ich muss mich hinlegen. Entschuldige mich einen Moment. Nun, das lief besser als erwartet. Wenn du damit meinst, meine Freundin ist kurz davor, einen Kollaps zu erleiden, dann ja klar. Ich habe dir gesagt, das war eine schlechte Idee. Nee, sie kommt schon klar. Sie kommt schon klar. Sie ist Polizistin. Oh. 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 Sie ist an solchen stressigen Situationen gewöhnt, oder?
Ich glaube nicht, dass du das weißt. Ich glaube nicht, dass du weißt, wovon du redest. Oh, schätze, wir kümmern uns besser darum. Mike und ich standen still da und warteten darauf, dass Sarah zurückkam. Sie kam nach ein paar Minuten zu uns, ihr Gesicht grimmig, aber gefasst. Es vermittelte mir ein Gefühl der Normalität in dieser bizarren Situation. In Ordnung, Jungs, ich bin jetzt viel ruhiger. Okay, zuerst einmal, was zum Teufel nochmal? Ich habe keine Ahnung. Dann fang von vorne an. Naja, ich habe ein Geräusch gehört und nachgesehen. Ich habe jemanden im Wohnzimmer herumstolpern sehen. Ich bin in Panik geraten und habe mir den Schläger genommen. Aber ich wollte dem Kerl nur Angst einjagen. Und dann habe ich ihn gesehen. Mit einem Gesicht. Ach, mit meinem Gesicht, sorry. Ich dachte, ich wäre durchgeknallt. Aber er war auf dem Weg nach oben, deswegen musste ich ihn irgendwie konfrontieren. Um ehrlich zu sein, ich habe überlegt, mir einen Kruzifix zu nehmen oder so. Süß. Ich erinnere mich an nichts davon. Ich bin hier bloß mit einem schmerzenden Schädel aufgewacht. Was ist das Letzte, woran du dich erinnerst? Wir sagen echt die Wahrheit. Ich erinnere mich, ein Geräusch in der Küche gehört zu haben, aber ich dachte, es wäre nichts. Ich habe mir ein Bier aus dem Kühlschrank geholt. Dann hat mich etwas am Kopf getroffen. Alles, was ich weiß, ist, dass ich im Wohnzimmer bin und dieser Typ mir einen Schläger vors Gesicht hält. Kann nicht sein. Er ist hier reinstolziert wie ein Betrunkener. Und dann ist er über diesen dämlichen Teppich gestolpert. Du hast mich mit dem Schläger gegen den Kopf geschlagen. Das habe ich nicht. Ich war zu beschäftigt, damit auszurasten. Und schieb deine Tollpatschigkeit nicht auf mich. Davon habe ich schon genug. Da sollte ich zustimmen. Schätze, den Witz sollte ich aufgeben. Also. Puh. Ich habe so ein Gefühl, dass wir hier noch ein anderes Problem haben. Versucht ihr euch gegenseitig auszuspielen, wer der Echte ist, oder was? Naja, es kann nicht zwei Mike Janeson geben, oder? Vielleicht kannst du uns dabei helfen. Entscheiden, wer von euch der Echte ist? Ja. Und wie genau? Ich weiß nicht. Stell uns persönliche Fragen oder so. Ja, warum nicht? Vielleicht verplappert sich einer von uns. Richtig. Weil ihr das auch in einem verdammten Quizspiel lösen wollt. Hör mal, Leute. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Man kann nicht die Echtheit von jemandem feststellen, indem man 20 Fragen stellt. Wir müssen einen anderen Weg finden. Wie denn? Blutprobe? DNA-Test? Ein Exorzismus? Ich weiß es verdammt nochmal nicht. Aber bitte, lasst mich nicht zwischen euch beiden entscheiden. Sarah, wir wissen, dass das unfair ist. Aber wenn es eine Person gibt, die uns helfen kann, dann du. Mikey, du weißt, dass ich dich liebe, richtig? Wir sind schon lange zusammen. Ich kenne deinen Darmrhythmus und deine ungesunde Fanboy-Besessenheit mit Jason Statham. Mit Jason Statham? Ehrlich? Ah, geile Sau. Aber ich glaube, es ist wirklich niemand für so einen Scheiß geeignet. Warum rufen wir nicht einfach deine Mutter an? Nein. Oh, sogar eure Reaktionen sind gleich. Beeindruckend. Babyhäschen, bitte. Babyhäschen geht gar nicht als Kosename, ey. Boah, das ist so ein richtiges... Ich meine, Hase oder Häschen habe ich schon gehört, aber Babyhäschen ist so ein bisschen so ein Vaterkomplex, oder? Also so, oder so ein Papa-Syndrom und sowas erinnert mich das. Ich kriege gerade voll Kopfkino. Bitte, hilf Papa-Häschen. Das ist widerlich. Das ist widerlich. Boah, ich kriege Gänsehaut. Boah. Er nennt sich Papa-Häschen und sie heißt Babyhäschen. Soll ich dazu jetzt wirklich etwas sagen? Hör auf!
Ich habe dir nicht gesagt, dass dieser Spitzname nur zwischen uns... Ich habe dir nicht gesagt, dass dieser Spitzname nur zwischen uns beiden ist? Habe ich dir nicht gesagt, dass dieser Spitzname nur zwischen uns beiden ist? Jetzt habe ich es verstanden. Technisch gesehen bin ja nur ich hier, also. Oh mein Gott. Das ist so verdammt gruselig. Eine Sache ist sicher, wir müssen das beheben. Es ist einfach so verdammt seltsam. Also wirst du uns helfen? Sarah seufzt und schüttelte den Kopf. Ich glaube sowieso nicht, dass ich eine andere Wahl habe. Es ist zumindest ein Versuch wert.